ionische Schrot. Nee, aber. Was wir sagen, ja. Wow. Audio Leasing. Wie gesagt, ich kann nichts machen. Ich bin völlig machtlos dagegen. Der ist. Ja. Das tut mir echt leid. Ich könnte mal versuchen, das einzeln zu bearbeiten. Also den Ton und das Bild dann so hinzuschieben, damit es passt, aber. Ja, verdammt, Alter. Hör auf mit dem Scheiß. Deine neuen Freunde, die sind mir sowas von. Ach, ich gehe jetzt einfach dahin und mache meinen. Ich mache meinen Scheiß. Und dann. Wiedersehen. Wie gesagt, das einzeln hinrücken. Aber das ist auch gar nicht so leicht, da dieser Desync ja von Zeit zu Zeit stärker wird. Also. Ich kann ihn jetzt richtig hinbiegen und dann. Ja, in 2 Minuten ist es wieder Müll. Also. Es ist nicht. Ja, es ist nicht optimal. Ach, egal, ich lasse jetzt wirklich da sein. Und ich komme später wieder. Ich den Big Daddy da drüben gekillt habe und. Oder besser gesagt. Wenn dieser Typ keine Kontrolle mehr über mich hat. Ich weiß, dass du, Typ, da auch keine echte Leiche bist. So. Krieg und Sieg. Machen wir das Mambo. Doch, sag mal. Ja, explodier. Genau so, wie es sein soll. Und irgendwie ist mir das jetzt auch bei all meinen Videos aufgefallen, die ich gemacht habe. Ach, kann ich ja keiner. Ich will da rein. Ja, ja. Leiche. Ist vielleicht noch irgendwas Interessantes drin, oder? Ich will das Geld haben. Nein, ich will das Geld. Warum kann ich. Was? Kann ich das Geld nicht mitnehmen? Bitte mich irgendwie so verrücken oder was? Stacheldraht. Sehr sympathisch, muss ich zugeben. Wow. In your face, Alter. Komm schon. Nicht fair. Lass dich da einfach von mir treffen und dann. Und eine Überwachungskamera, oder? Jo, jo, Kacke. Kann ich sagen, der Mist hier wächst mir über den Kopf, aber. Ja. Das ist schon echt nicht feierlich, was die auch mit mir veranstalten. So viel verdammt Damn. Oh ja, diese komische Kamera, da ist eine Kamera. Kamera erledigt. Wow. Ja, na klar. Los, tötet es doch einfach. Tötet ihn doch einfach. Mann. Du brauchst auch eine extra Einladung für was, Spot, oder?
ich glaube tatsächlich. Mal gucken, wer hier auf mich wartet. Ja, es ist mega. Ach komm, jetzt geh kaputt, Alter. Ja, ja, bla bla bla, laber, laber, laber. Du kannst mir echt auf den Sack gehen. Ich frage mich, ob er meine. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerbox, Elektroschocks, was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Nein, oh, interessant. Heute bekommt Zhushong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Ach so, haben sie das also mit uns gemacht. Sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. Ja, super. Warum haben sie uns nicht früher gesagt, dass dieser Typ so ein... Warum finden wir diese ganzen Nachrichten erst jetzt, hä? Warum? Die noch meinetwegen 5 Stunden früher kommen können. Der hätte mir gewusst, aha. Der ist böse. Der andere ist noch viel böser. Freuen wir uns am besten mit niemandem an. Aber nein. Nein, wir mussten ja. So. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Okay. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Und deswegen nimmst du es auf Band auf. Interessant. Und Zuschauer wird sich wohl daran halten. Machen wir das Mambo. Ich wusste doch, dass er ganz faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Zuschauer. Wow. Er hat die Charge Nummer 192 in seinem Labor gefunden. Du stirbst durch meinen Explosivschrot. Ah, da ist Mambo. Ah, verdammt. Boah, komm schon, das ist nicht fair. Der Standort ist Müll, Alter. Natürlich kannst du. What? Was wartet auf mich? Damn. Wo steckst du? Ich bin hier. Ach, also soll ich jetzt nach oben? Werde ich möglicherweise noch bereuen, aber bis es soweit ist, würde ich sagen, ihr bereut mir schön vor mir. Genau so nämlich. An die Person. Hm, nicht im Urwald. Schade. Da hatte ich mich schon so darauf gefreut. Gucken. So aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bodenstange ordentlich gescheppert hätte. Oh. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kopf picken könnte, das
verstehe, wer will. Ja, er hat den verstehe, wer will. Code seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht 5744. Dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Dazu sage ich noch Mambo Time. Sieh sich einer dieses Loch an. Ach. Nichts übrig, aber auch gar nichts. Raus aus meinem Scheißbüro! Ja. Yep. Scheißbüro. Ich bin glücklich. Glücklich. Bist tot, würde ich sagen. Endlich glücklich. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Containern und Schweinen. Hurra. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Na dann. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Wir kennen doch den Code dazu. Aber